Hans-Werner Sinn, Völkerwanderung, Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, GWÖ und GWO von den Next Scientists vom Weltrat, Thema beim New World Economic Forum, der Antwort auf das neoliberale World Economic Forum. Ja, als erster Hinweis hier unten rechts an dem rundlichen Ding, hier unten rechts am rundlichen Ding, bitte draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Hans-Werner Sinn, da wurde eine Sendung wieder veröffentlicht, die schon einige Jahre alt ist, aber immer noch natürlich viele aktuelle Aspekte hat zum Thema Völkerwanderung, weil wir jetzt ja wahrscheinlich auch eine Ukraine-Völkerwanderung bekommen. Und da zeigt sich das große Problem, ich sag mal den Überbegriff, da Hans-Werner Sinn nicht in der Lage ist, die Konstruktionsfehler der Marktwirtschaft beziehungsweise des Kapitalismus zu erkennen, kann er auch sozusagen nicht erkennen, dass letztendlich alles notwendig schieflaufen muss. Er versucht mit Argumenten, mit Fakten, versucht er, die Irrtümer zu korrigieren, ohne verstehen zu können, dass wir in einer Diktatur der Sparten leben und dass in dieser Diktatur der Sparten es ganz notwendigerweise so ist, dass diese Sparten, die von ihren Irrtümern profitieren, dass diese Irrtümer wohl kaum korrigieren werden und dass dadurch der Quell dieser Irrtümer niemals aufhören wird. Ich versuche Ihnen mal zu zeigen, was ich meine von den Bildern her. Also, ja, das ist also die Antwort auf das Wirtschaftsforum Davos, das Weltwirtschaftsforum Davos. Artikel aller Art, ja. Weltrat, Next Scientist for Future, die Partei des Gemeinwohls, die wir beraten. Na, wo ist das Bild von der Partei hin? Da ist aber ein Fehler passiert. Ja, das war das Bild, das ich vermisst hatte. Jetzt ist es wieder da. Das war aus Versehen gelöscht worden. Ja, wir beraten ja die Partei des Gemeinwohls und hoffentlich bald vielleicht wichtige Teile der Bundesregierung. Mal schauen. Das sind die Flyer der Partei des Gemeinwohls. Ach so, ich muss jetzt nochmal Folgendes machen. Ja, jetzt geht's eben darum, was ist der Fehler? Also, was kann Hans-Werner nicht erfassen? Ich gehe erstmal auf das Bild der Sparten. Ich gehe erstmal dahin vielleicht, ja. Das ist das neutrale Bild. Da können Sie selbst eintragen quasi. Wir leben nicht im Gegensatz zu Thilo Bode, dem Begründer von Greenpeace und später Footwatch, eben nicht in einer Diktatur der Konzerne, sondern wir leben automatisch in einer Diktatur der Sparten. Und das ist das, was auch Hans-Werner Sinn nicht verstehen kann, dass die Sparten, dass die Sparten alle einen riesigen Einfluss haben auf das Denken in einer Gesellschaft und damit auch auf den Niedergang einer Gesellschaft. Ja? Also hier,
Die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die Nahrungssparten, die Gesundheitssparten, die Waffensparten, gerade in dem Fall, worum es uns jetzt geht, hier sind hier, da mussten bis irgendwo was stehen. Richter, Polizisten, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte sparten, ne? Und er argumentiert und versucht klarzumachen, was versucht er klarzumachen? Dass wir natürlich hier ein Problem haben, wenn wir, wie er es formuliert, zu viele Niedrigqualifizierte, ich nenne es mal neutral, Nachwuchs zu vieler Niedrigqualifizierter haben, egal woher, aus im eigenen Lande oder aus aller Welt, und zu wenig Nachwuchs höher Qualifizierter. Er erkennt nicht, dass er das, wenn er solche Argumente bringt, dass er sich dabei nur unbeliebt macht. Er macht sich nur unbeliebt, weil ja der vorteilbringende Irrtum von mächtigen Sparten folgendermaßen aussieht. Ja, das heißt, mächtige Sparten hier, die Sozialsparten unterrichten den Irrtum, den vorteilbringenden Irrtum. Nö, es ist völlig egal. Egal, woher die Kinder kommen. Egal, ob die Eltern völlig unqualifiziert sind und so weiter. Das spielt alles keine Rolle. Die Naturgesetze stimmen nicht. Die Naturwissenschaften haben Unrecht. Denn jedes Neugeborene ist ein potenzielles Genie und kann dann ruckzuck durch unsere tolle Bildung, wenn wir dann wirklich nochmal in Bildung investieren, dann kann aus jedem Kind ein Genie werden. Und dieser zentrale vorteilbringende Irrtum, der geht nicht weg. Und der wird nicht wiederholt, der wird eben nicht beendet oder von der Wiederholung ausgeschlossen, wenn Hans-Werner Sinn jetzt argumentiert, ja, wir müssen doch darauf achten, dass wir hochqualifizierten Nachwuchs in Deutschland haben, egal ob aus aller Welt oder von unseren eigenen Leuten, von den schon länger hier lebenden Fähigen. Sondern wir müssen eigentlich, kann die Therapie nur aussehen, dass wir den Sozialsparten und den auch davon profitierenden, was haben wir? Die Arbeitsämter profitieren davon, dass wir immer mehr Nachwuchs von Unqualifizierten haben, denn die bleiben häufiger arbeitslos und dann können die Arbeitsamtmitarbeiter Karriere machen. Ansonsten können die sonstigen Sozialsparten, die können Karriere machen, wenn die Zahl der Obdachlosen sich vergrößert. Die ganzen Sparten, innere Sicherheit, Polizei, Richter und so weiter, und Gefängnisse und so weiter, können alle dann am meisten Karriere machen, wenn die Zahl der Kriminellen zunimmt. Sozusagen, also wenn überall gescheitertes Leben zunimmt und die Anwälte können profitieren, wenn überall die Zahl der Asylverfahren zunimmt und so weiter. Und so haben wir also eine riesige Armee von Sparten, die alle dann die größte Karriere machen, wenn immer mehr scheiterndes Leben in Deutschland stattfindet. Das Problem ist nur, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht sozusagen die Staaten nur überleben können hier. Ja, wenn wir das mal als verschiedene Staaten der Erde sehen, hier
nicht als Kontinente hier, so Nordeuropa, Südeuropa, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Australien und so weiter. Das wären die Kontinente, aber wenn wir das jetzt mal als einzelne Staaten sehen, dann ist es so, dass wenn der durchschnittliche Intelligenzquotient, und naturwissenschaftlich ist bewiesen, dass der Intelligenzquotient dann auch relativ hoch mit der Gehirnleistungsfähigkeit korreliert und diese Gehirnleistungsfähigkeit auch sehr hoch korreliert mit der Gehirngröße. Ja, Erwachsenengehirne können ja zwischen circa 1 Liter Hubraum und 2 Liter Hubraum schwanken. So, und wenn jetzt ein Land sozusagen hier, wenn der Intelligenzquotient, der durchschnittliche Intelligenzquotient eines Landes, hier Deutschland, der durchschnittliche Intelligenzquotient von Deutschland, wenn der jetzt nun etwas geringer wird, weil eben die verschiedenen Sparten dafür sorgen, dass die Zahl des gescheiterten Lebens, also die Gesundheitssparten zum Beispiel, brauchen auch noch die Gendefekten und die genetisch gescheiterten Leben, die chronisch Kranken, die Krankgeborenen und so weiter, die Dauerpatienten. Und so braucht alle diese Sparten profitieren, wenn je mehr gescheitertes Leben es in einem Land gibt. Wenn ein Land aber jetzt, sagen wir mal so, der durchschnittliche Intelligenzquotient oder sagen wir so, die durchschnittliche Gehirnleistungsfähigkeit so viel abnimmt, in anderen Ländern aber nicht so viel abnimmt, weil die nicht so starke Sozialsparten zum Beispiel haben, dann fällt Deutschland zurück. Und dann ist es zwangsläufig, dass irgendwann es uns geht wie den nordamerikanischen oder südamerikanischen Indianern, die wir Europäer abgeschlachtet haben. Wir sehen es ja, dass es immer irgendwo, jetzt beim Ukraine-Krieg sehen wir ja, dass es immer eine Möglichkeit gibt, irgendwie, dass die weltweiten Waffensparten in der Marktwirtschaft vorteilbringende Irrtümer genügend haben, um jederzeit Kriege vom Zaun zu treten. Und jetzt ist ja auch schon die deutsche Bevölkerung ist ja auch schon wieder zum Angriffskrieg aufgehetzt gegen Russland. Ja, also wenn jetzt die Regierung sagen würde, wir machen jetzt einen Angriffskrieg gegen Russland, dann würde Deutschland wieder mit Hurra mit dabei sein, wie damals bei Hitler. Gibt immer irgendwelche Scheinargumente, die eben dann den Waffenindustrien große Profite verschaffen. Na? Ja, und jetzt lese ich einfach mal vor, was ich zu diesen Themen da noch habe. Also, der Professor Hans-Werner Sinn hat also keinen Sinn für die Schädlichkeit der Marktwirtschaft und ihrer Sozialsparten, die Fehleinwanderung mit vorteilbringenden Irrtümern erzeugen, Anwälte und die Sparten der inneren Sicherheit haben wieder Interesse daran, dass viele Kleinkriminelle aus aller Welt nach Deutschland kommen, weil die alle können dann größere Karriere machen, wenn es immer schlechter wird in Deutschland. Ja? Und das ist das, was er letztendlich nicht versteht. Bei der Kapitalismuskritik sieht man nur die Unternehmenssparten und übersieht die brandgefährlichen anderen Sparten, die Sozialsparten, die Gesundheitssparten, die Sicherheitssparten, innere Sicherheitssparten, die alle vorteilbringende Irrtümer ausstreuen und dann von Zuwanderung der
gescheiterten Bonobos profitieren sozusagen, während dann gesunde Bonobo-kommunistische Gruppen eben die gescheiterten jungen Bonobo-Männer zum Beispiel an den Rand drängt oder gar ganz vertreibt und damit dem Tode überantwortet, ja. Und wir müssen natürlich alles sowas sanfter gestalten. Bei uns dürften wir sie natürlich nicht dem Tode überantworten, aber wir könnten sie eben, wir könnten dafür sorgen, dass sie lebenslang schmerzfrei, problemlos leben können, aber wir sollten sie eben nicht, wie das die Natur macht, die Bonobo-kommunistischen Gruppen in richtiger Weise machen, dass sie ihnen natürlich keinen Zugang zur Fortpflanzung gewähren, ja? Und das ist entscheidend für das Überleben einer Gesellschaft, ja? Das heißt also, dass man ganz klar sagen muss, Deutschland wird sterben, weil es von diesen Sparten, die ich genannt habe, die die größte Menge an vorteilbringenden Irrtümern hat, deswegen die größte Tendenz hat, gescheiterten Nachwuchs in sich anzuhäufen sozusagen und dadurch dann irgendwann nicht mehr in der Lage ist, in dem knallharten Wettbewerb auch der Waffentechnik und der Verteidigungstechnik sozusagen, sich wirklich wehren zu können. Und dann wird es uns irgendwann so gehen wie den nordamerikanischen oder südamerikanischen Indianern, wie dem Irak, der Ukraine, was auch immer, wird das irgendwie geschehen, dass wir kaputt gehen oder wir werden einfach nur richtig ärmlich und werden ein Failed State im Sinne des Ärmlichen. Ne? Ja, und man muss noch mal dran ganz klar sagen, die Sparten innere Sicherheit, die sind natürlich auch, die finden es auch gut, wenn natürlich Verbrecher aus aller Welt herzlich willkommen sind in Deutschland, ja. Also eine Willkommenskultur in diesem Bereich, die ermöglicht dann auch, dass dann auch der berüchtigte Polizeistaat immer mehr entstehen kann und so weiter. Immer größere Teile der Gesellschaft dann aus Polizei bestehen, die immer ineffizienter wird und eben ja die Kriminalität weiter fördert. Ja? Also Professor Hans-Werner Sinn redet also verzweifelt gegen diese vorteilbringenden Irrtümer an, ohne zu erkennen, dass die Marktwirtschaft die Ursache ist und dass es nur eine Lösung für das Problem leider gibt, nämlich dass man sozusagen diese Sparten den neuen gemeinwohlökonomischen Anreizen aussetzen muss, und zwar am besten den unserer GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, der Next Scientists for Future vom Weltrat. Und ich spreche ja heute wieder so als Gast sozusagen des New World Economic Forum. Leider sind andere Gäste heute nicht da, aber wenigstens bin ich da und spreche eben als Vertreter der GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, und als Berater der Partei des Gemeinwohls spreche ich eben für die richtige Strategie, dass also Professor Hans-Werner Sinn hätte sich seinen ganzen Vortrag fast sparen können, hätte sagen können, da gibt es eben nur diese Emotionalität, die er beklagt. Und wir müssen ganz einfach Folgendes machen. Wir müssen hier an die Stelle, wo der Irrtum, zum Beispiel der Irrtum, es ist ganz egal, welche Gehirngröße ein Mensch aufweist, können wir Genies machen mit ein bisschen Bildung, höchst qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und so weiter, dass man einfach hier den Mitarbeitern der Sozialsparten, zum Beispiel der Arbeitsamtmitarbeiter, dann am meisten Belohnung geben muss,
finanziell die höchste Belohnung geben muss, wenn der Prozentsatz der Menschen in dem Bezirk, für den sie zuständig gemacht werden, der Prozentsatz der Menschen, die tatsächlich arbeiten, am höchsten ist und auch deren Steuerleistungen am höchsten sind. Denn am Ende zählt ja letztendlich für das Überleben eines Staates, dass da nicht nur Menschen sind, die weniger Steuern zahlen, als sie kosten. Sie müssen ja also quasi, wenn sie ein Staatsgebilde haben, 83 Millionen Menschen, und wenn der Staat so und so viel Billionen, Milliarden, Millionen kostet, müssen Sie das ja im Prinzip durch 83 Millionen teilen, dann sehen Sie, was jeder einzelne Mensch kostet. Und wenn er weniger Steuern und Abgaben einzahlt, als er kostet, dann ist er ein reiner Verlust für die Gemeinschaft. Und erst wenn er so viel verdient, dass er höhere Steuern und Abgaben einzahlt, als er selbst kostet und verschleißt an Infrastruktur und so weiter, dann erst ist er ein Gewinn für die Gemeinschaft. Ja? Und daran müsste man jetzt die Sozialsparten messen, das heißt also, Arbeitsmitarbeiter, der Prozentsatz und die Abgabenleistung sozusagen der Arbeitenden in seinem Bezirk, sodass der nur noch ein Ziel hat, nicht möglichst viel gescheitertes Leben zu haben, sondern möglichst viel erfolgreiches und positive Beiträge leistendes Leben zu haben in seinem Bezirk. Und genau so darum geht es dann auch bei allem anderen. Die Sozialsparter, ja, also je mehr ehemalige Obdachlose, also der Prozentsatz der Obdachlosen eines Bezirkes, je mehr der Richtung Null geht und je mehr die auch wieder die gesamte Steuer- und Abgabenleistung all der Menschen ist, für deren Bezirk sie als zuständig erklärt wurden, dann, wenn sie dafür belohnt werden, dass also es immer weniger gescheitertes Leben gibt, dann passiert auch von selber, dass sie all ihre früheren vorteilbringenden Irrtümer, die ja jetzt quasi als nachteilbringende Irrtümer, zu nachteilbringenden Irrtümern gemacht wurden, durch die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, und deren neue Anreize sozusagen, umgekehrte Anreize, werden ja die früher vorteilbringenden Irrtümer jetzt zu nachteilbringenden Irrtümern und die früher nachteilbringenden Wahrheiten werden jetzt zu vorteilbringenden Wahrheiten und dann können die sich über ihre leiblichen Nachfahren schnell ausbreiten und über ihre Schüler sozusagen und Studenten können sich deren jetzt vorteilbringende Wahrheiten rasend schnell ausbreiten und wir vom Weltrat und Next Scientists for Future unterrichten natürlich diese Wahrheiten auch sehr schnell, ja. Und von daher können wir also sagen, Professor Hans-Werner Sinn versuchte also Fakten zu bringen, wo aber das Missachten der Fakten im Sinne der vorteilbringenden Irrtümer ja Profite bringt, persönliche Karrierevorteile, finanzielle Vorteile, also letztendlich gar kein Interesse an der Aufnahme echter Fakten bestand. Wenn wir die Anreize ändern, dann löst sich das Problem von selber und die Fakten breiten sich ganz schnell aus und dann braucht nicht Herr Professor Hans-Werner Sinn verzweifelt, dagegen anzureden, sozusagen. Jetzt gehe ich nochmal darauf ein, was hier so an Kurznachrichten steht. Erstmal soll ich da was lesen hier, die Lesung im Weltrettungsforum hier.
Ja, der Ja, der Diplom-Theologe Diplom-Theologe Jürgen Jürgen Wagner, Wagner, auch öfter Öffi genannt, genannt, der ja sozusagen der Moderator des New World Economic Forum, der Moderator und Gastgeber des New World Economic Forum ist. Ich mache jetzt quasi hier den Techniktest dafür, weil wir haben einfach, er hat verfügt nicht über die Fernsehtechnik, wir üben uns in dieser Fernsehtechnik, üben jetzt auch die Live-Technik. Zum Glück noch ohne Zuschauer, weil wir natürlich noch Fehler machen. Und ja, und dieser Diplom-Theologe Jürgen Wagner, Öffi, hat also die neuesten Wandelgespräche öffentlich, aha, das funktioniert so auch, das ist ja gut, hat die neuesten Wandelgespräche veröffentlicht. Oh, das können wir ruhig auch mit der Maus machen. Hier schon aufgenommen in Playlist des besten Playlist-Senders. Ah ja, da könnte man, das kann man die Playlist anklicken. In denen ich mich ja schon, wie jetzt gerade auch, als Gast des baldigen New World Economic Forum fantasiere und argumentiere pro gemeinwohlökonomische Wirtschaftsvarianten und gemeinwohlökonomische Weltenwende. Ja, das ist das, was ich nur empfehlen kann. Also ich will es mal noch mal härter sagen. Deutschland wird kaputt gehen, so sicher wie das Amen in der Kirche, weil es all die Sparten, die scheiterndes Leben brauchen und wollen, sozusagen, oder sagen wir mal so, die von vorteilbringenden Irrtümern profitieren und diese Irrtümer beibehalten, die also viel scheiterndes Leben in Deutschland erzeugen oder zur Folge haben. Die sind einfach unheimlich groß und stark in Deutschland, größer als in jedem anderen Land der Erde, und deswegen wird Deutschland als erstes Land der Erde ganz schön nach unten abstürzen, immer weiter abstürzen. Und das kann dann das Ende von Deutschland sein. Vielleicht gibt uns dann eben, werden wir irgendwann militärisch vernichtet, weil wir nicht mehr konkurrenzfähig sind militärisch, wie es ja jetzt auch schon der Fall ist. Und oder wir werden ein bettelarmer Staat dann halt werden. Ne? Angesprochen wurde auch das Problem, dass die GWO und GWÖ noch die Konkurrenz beibehalten würden, die alles zerstören würde. Jetzt kommen wir also zu dem Punkt der letzten Sendung, dass da ja gesagt wurde, ja, hoppla, wenn ihr die Sozialspartler und die Gesundheitsspartler und die Supermarktleiter belohnt für gesündere Kunden, dann ist das ja irgendwie immer noch Wettbewerb, immer noch, es ist ja immer noch Konkurrenz, man versucht, jeder Konkurrent versucht noch weniger Krebskranke, sucht immer noch gesündere Nahrung ranzukarren, damit es noch weniger Krebskranke unter seinen Kunden gibt und so weiter. Und das ist doch seelisch negativ, diese Konkurrenz, das müssen wir doch abschaffen. Und dazu gibt es die Antwort, ja, aber in der Naturwissenschaft, in der Evolution gibt es leider überhaupt keine konkurrenzfreien Räume. Ich halte es sogar für unwahrscheinlich, dass es jemals gelingen würde, weil die ganze Evolution ist auf Konkurrenz, auf Wettbewerb angelegt. Wir müssen uns also jetzt dann nur angucken, was ist denn die mildeste und behutsamste Konkurrenz, die die Natur zulässt. Und da ist es eben so, dass hier steht, die sanfte Konkurrenz der monopolkommunistischen Gruppen eben als Beispiel höchstmöglicher natürlicher Konkurrenzarmut können wir als Menschen noch viel sanfter gestalten, indem wir die seltenen Fälle, also jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht hier, das muss ja so gemacht werden, ja, jetzt ist das Bild, glaube ich, besser geworden, ja, das dauert so lange heute, der Zeitverschub ist sehr lange heute zur Live-Sendung. Ich müsste das vielleicht nochmal ändern. Aber jetzt ist das Bild besser geworden. Also die sanfte Konkurrenz der bonobo-kommunistischen Gruppenehen als Beispiel höchstmöglicher natürlicher Konkurrenzarmut können wir als Menschen noch viel sanfter gestalten,
indem wir die seltenen Fälle von tödlichen Vertreibungen von missratenen oder eben gescheiterten jungen Männern oder an den Rand wegdrängen derselben durch Frauengruppen, eventuell einschließlich der leiblichen Mutter des Weggedrängten, ist gleich super späte Abtreibung im Rahmen des Naturrechts der linken Frauenemanzipationsbewegung, mein Bauch, mein Neugeborenes, mein Kind gehört bis zum jungen Erwachsenensein ganz allein mir, der Mutter, und ich ganz allein entscheide, ob es lebt oder stirbt, abmildern, indem wir diesen jungen Männern ein leidfreies Leben ermöglichen, zugleich aber die biologische Funktionalität der Vertreibung nicht wieder natürlich stoppen, nämlich seinen sinnvollen Nichtzugang zu den Eizellen von Frauen und den Schutz aller vor seinen gefährlichen Handlungen. Also das muss ich nochmal ein bisschen auseinandernehmen, der sonst ist jetzt ein Bandwurmsatz geworden. Ne? Also, wir haben die Tatsache, die linke Frauenemanzipationsbewegung versucht ja noch gegen die rechte und kapitalistische Bewegung der Gesellschaft, die ja quasi Abtreibung unterbinden will und so weiter, will ja die Frauenemanzipationsbewegung, dass erhalten bleibt, mein Bauch gehört mir. Und in der Natur ist es so, geht das ja sogar viel weiter. Ja, wenn also eine Schweinemutter Kinder bekommt und irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht, dann frisst sie die einfach wieder auf, weil das Naturrecht heißt, mein Bauch, mein Neugeborenes, mein Kind gehört bis zum jungen Erwachsenensein ganz allein mir, der Mutter und ich ganz allein entscheide, ob es lebt oder stirbt. Wir haben also die frühe Abtreibung, später Abtreibung, direkt nach der Geburt, gibt es ein Fenster in der Natur, wo Lebewesen sich einigermaßen leicht von den Kindern trennen können, relativ leicht. Und wir haben sozusagen die super späten Abtreibungsformen, die bis hin zum, wenn sich dann zeigt, die Kinder junge Erwachsene werden und sich dann zeigt, dass sie grundlegende Konstruktionsmängel und irgendwas, welche Probleme aufweisen, dass sie auch dann noch super spät abgetrieben werden können. Das ist das Naturrecht. Eigentlich. Und das versuchen die Rechten und der Kapitalismus natürlich zu unterbinden, ja eben weil es genügend Sparten gibt, die an diesem gescheiterten Leben und das daran profitieren möchten oder daran profitieren und deswegen natürlich mit vorteilbringenden Irrtümern ständig dafür plädieren, dass das Recht auf früh bis super späte Abtreibung den Frauen genommen wird. Ja, aber natürlich ist es generell richtig. Das Problem ist, wir müssen natürlich dann auch diese jungen, zum Beispiel diese jungen gescheiterten Männer, denen müssen wir ein leidfreies Leben ermöglichen. Dafür braucht es sicherlich dann auch wieder Personal, zum Beispiel der Sozialsparten. Aber wir müssen eben dafür sorgen, dass es sich wenigstens nicht multipliziert, indem sie noch 10 Kinder in die Welt setzen, die dann auch wieder eventuell genauso scheitern. Ja. Und deswegen die biologische Funktionalität der Vertreibung ist ja die Ausschließung aus dem Fortpflanzungsprozess und das müssen wir natürlich gewährleisten. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel dann solchen jungen Männern vielleicht Prostituierte bezahlen, auf dass sie auch ein erfülltes Lebensleben haben. Aber wir sollten dafür sorgen, dass die Prostituierten dann nicht Kinder von diesen Männern bekommen, denn dann würde sich ja das weiter ausbreiten und damit ein Dauerschaden entstehen für die Gesellschaft, ein ständig wachsender Schaden entstehen. Ja, und dann hier, ansonsten ist die Bonobo-Konkurrenz äußerst milde. Zum Beispiel fühlt sich der durchschnittliche Schenker von den Alpha-Beta-Gamma-Top-Schenkern ebenfalls reich beschenkt und erleidet keine psychische Zerstörung. Auch Sex mit allen Frauen hat ja auch der durchschnittliche Schenker. Nur sorgen die Frauenkörper dafür, dass die Vaterschaftswahrscheinlichkeit bei den Top-Schenkern etwas höher liegt. Aber auch das quält den durchschnittlichen Schenker nicht.
Erst die Kapitulation, also man kann sagen, also ein bisschen Konkurrenz schadet in Wirklichkeit nicht, ist also nicht ein Horror für alle, sondern es mag die Leute geben, die also eher sich als Verlierer der Konkurrenz empfinden, die dann gerne zu Gewinnern werden möchten, indem sie die Konkurrenz ganz ausblenden. Aber das wird nicht gelingen, weil immer wieder irgendwie Konkurrenz stattfinden wird, denn die ganze Evolution ist auf Konkurrenz angelegt. Also das wird gar nicht, da wird dann nur eine andere Ebene der Konkurrenz sein. In der Scheinbeendigung der Konkurrenz werden sich wieder neue Konkurrenzformen bilden. Ne? Ja, und Weiter zu lesen, erst die kapitalistische Unterdrückung der Gruppen hier macht daraus eine unangenehme Konkurrenz, um den die anderen ausschließenden Alleinbesitz von Frauen zum Beispiel. Ja? Erst da beginnt die unangenehme Konkurrenz im Gegensatz zum sanften, milden Leistungswettbewerbskommunismus der bonobo-kommunistischen Gruppenehen. Ja? Vor über 40 Jahren komponierte ich dazu einen meiner vielen Message-Songs, Polybi. Ihr Mensch kann bei sich ganz genau spüren, dass man nicht einen, sondern mehr lieben kann. Wenn nun die Freundin noch einen anderen mag, krieg ich's mit der Angst zu tun, dass sie von mir geht. Oh, das Erste, was geschehen muss, ist den Mangel zu beenden, von wegen Zärtlichkeit, Nähe und auch Sex. Und nochmal. Und ich gönn ihr deshalb keine Freude und missgönne ihr so jeden Spaß. Oh, das ist alles traurig, alles gar nicht gut. Bleibt nur noch die Frage, wie kommt man da raus? Oh, das Erste, was geschehen muss, ist den Mangel zu beenden. Von wegen Zärtlichkeit, Nähe und auch Sex und nochmal. Und was wird mit jenem, der ausgeschlossen ist? Für ihn bin ich fein, nehme sie weg, was uns da also als Erleben bleibt. Ist nur Hass und Neid, was ist daran schön? Oh, das Erste, was geschehen muss, ist den Mangel zu beenden. Von wegen Zärtlichkeit, Nähe und auch Sex und so weiter. Ja, also das, ich fasse nochmal zusammen, die Rechten und ihr Kapitalismus und die Welt, Sozialspartler und auch die Gesundheitsspartler, die Sparten innere Sicherheit und so weiter haben unterdrückt und geraubt. Das Naturrecht der Frauen, mein Bauch bis Kind gehört bis zum jungen Erwachsenensein, ganz allein mir und ich allein entscheide, ob es lebt oder stirbt. Welche Sparten profitieren noch, wenn man die Abtreibung verbietet der Missratenen und Gefährlichen, also der Gescheiterten? Die Sicherheitssparten, Polizei, Anwälte, Richter und so weiter. Ja, das war das, was ich hier lesen wollte. Dann muss ich hier wieder zurückschalten, die Größe wegmachen. Und dann habe ich hier die Live-Situation. Was könnte ich jetzt machen hier? Das muss ich wieder einschalten, ja. Oh, heute ist aber viel Zeitverzug. Das dauert ja ewig. Ja, das dauert ja heute ewig. Also da muss ich mal gucken, was da los ist, warum wir so viele Sekunden hinterher sind heute in der Live-Sendung. Ja, und ich lese mal noch ein bisschen weiter, was es vielleicht noch an Kurznachrichten gibt. Ja, die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften sind das Kernstück der gemeinwohlökonomischen und der
Gemeinwohlökonomien, ja, so muss man sagen. Also die Hausarztgesundheitsgemeinschaften sind aus Sicht der GWO das Kernstück der Gemeinwohl, aller Gemeinwohlökonomien. Und die Brücke zur, zum Beispiel zur Gemeinschaft Köln-Süd, die ich ja hier anbiete, denn da würde es ja so laufen, dass eben die Hausarztgesundheitsgemeinschaften die Menschen aus der Einsamkeit rausholen, von den Volkskrankheiten Einsamkeit, Depression und Sucht und Konsumsucht befreien und ihnen einen kerngesunden Lebensstil anbieten in all den kostenlosen Kursen von Tanzen, Singen, Musizieren, was auch immer, alles, was glücklich macht, und die Hausarztgesundheitsgemeinschaften werden die Leute anregen, wieder in Gemeinschaften zu leben, weil sie dann seltener krank werden und so weiter. Ja, und so haben wir dann eine sinnvolle Brücke zwischen so etwas wie Gemeinschaft Köln-Süd, zu der ich einlade. Und das wird über die Gemeinwohlökonomien, besonders unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung GWO, wird das in diese Richtung gelenkt werden. Ja. Ja. Ja, dann habe ich diese Seite. Welche Sparten profitieren von dem vorteilbringenden Irrtum? Nein. Dein Bauch und Kind gehören nicht ganz allein dir. Dein Naturrecht nehmen wir dir. Ja, also wir müssen uns immer fragen, welche Sparten profitieren im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft davon? Und dann müssen wir die Anreize so ändern, dass diese dann nicht mehr von solch einem Irrtum profitieren und dann den Frauen und Frauen wieder ihr Naturrecht gönnen. Dein Bauch und dein Kind gehören ganz allein dir. Ja? Und dann kommen wir wieder einer gesünderen Gesellschaft näher. Ja, ja, ich glaube, das war es soweit. Jetzt würde ich also in der Sendung noch fragen, gibt es irgendeinen eine Wählerwanderung? Ist jetzt durch die gehörten Argumente, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt 10 verschiedene Lösungsentwürfe gehabt oder 5 verschiedene Lösungsentwürfe in dem New World Economic Forum und nicht nur einen wie heute, dann wäre die Frage, hat irgendjemand von seiner Wahl am Entscheidung am Anfang, was er favorisiert, würde er jetzt anders wählen hinterher, nachdem er die Argumente gehört hat? Und dann müssten wir jetzt ein paar Sekunden warten. Und wenn dann in dem Chat, dann könnte man melden, was im Chat auftaucht, mit ein paar Sekunden Verspätung eben. Und da jetzt keine Zuschauer sind, kann da natürlich auch keine Änderung auftauchen. Ja, dann beende ich die heutige Sendung. Sage Tschüss bis zur Samstagabendsendung. Tschüssi, bis bald.